Da ist einer. Zusammenreißen. Ihr werdet nicht mal mutig genug, meine Welche Lichter haben die hier angemacht? Kommt herab, hopp! Ganz gechillt durchgehen. Gott. Wir haben hier nichts. Werfe EMP. Achtung. Meine Güte, nee, so. Schnauze voll, ey, gibt's doch nicht. Und zum grünen Abschluss? Kronleuchter? Nein? Gut. Die sind doch schon platt. Der gleiche mit dem. Ah, oh, jetzt kommt der richtig lustige Part. Setzen Sie Ihre Sichtgeräte ein, um die Laser zu orten. Wenn Sie über Ihre Headsets einen Ton hören, sind Sie zu nah dran. Fast übersehen. Da sieht man schon die schönen blinkenden Lichter. Was habe ich getan? Ich habe einfach mal den Strom betätigt. Okay. Ich bin gerade aus Versehen auf eine Taste gekommen und habe nicht gemerkt. Auf einmal war das so ein schönes Geräusch. Wir haben gerade ein Telefonat von Baikov abgehört. Er hat sich entschlossen, die Ware zu vernichten. Seine Männer sind gerade dabei, Termitladungen daran anzubringen. Nur keine Panik, wir sind fast da. Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Bereit für Angriff. Klar machen. Ansammlung von Tangos. Hast du die ein, zwei? Ich hab zwei. Sauber. Nein, den dritten haben wir vergessen. Oh. Ach, wir holen auf. Bang. Da sind noch welche. Komm her. Kommst du? Ah, dann halt nicht. Wir müssen zum Oberst, bevor es zu spät ist. Was für eine Gewalt ein? Ich hab grad keinen. Wir hätten aber dual ausschalten können. Ich hab ja keinen gesehen. Ach so. So geht's auch. Logisch, ne? Wenn keiner was sieht und keiner was hört, dann heißt das meistens, dass keiner mehr lebt. Oh oh. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Oh, ich höre ein Piepsen. Okay. Eine saubere Sache. Ist da irgendeiner oben? Bereite Sicherung vor. Könnte Hilfe gebrauchen. Oh nein. Da sind sie. Was? Schalten wir hier auf Planet aus. Hast du ihn? Ja, den hier oben habe ich. Sauber. Ich glaube, so langsam kommen wir wieder richtig rein. Okay, dann haben wir es schon mal. Licht aus. Alles klar, Paket ist gesichert. Archer, sagen Sie Hendrix, dass es keine Massenvernichtungswaffen sind. Was soll das nun wieder heißen? Es ist ein Link-System für Bomben. Zweite Generation. Sie nennen es Block 2 Jadam Kit. Das ist Militärtechnik vom Feinsten. Wie kommt Oberst Baikov denn an dieses Zeug? Hab's vor Monaten gesichert. Was? Sie haben's gestohlen? Gesichert. Und jetzt zerstören wir den Kram. So läuft das nun mal in unserem Geschäft, nicht wahr? Befehl ist Befehl. Es ist, wie es ist. Ich schulde Ihnen keine Erklärung. Hab nie um eine gebeten. Wir überprüfen den Inhalt der Kiste später. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun. Gehen Sie in den Speisesaal und verhören Sie Baikov, bevor seine Wachen ihn befreien. Los! Auf in den Speisesaal. Was essen wir denn heute? Viel Blut.
Was? Tür weiter. Das haben wir zumindest für unsere Gegner auf dem Tagesmenü. Ich weiß nicht, irgendwie klingt das jetzt nicht sehr... Super, jetzt stell dir mal vor, ich hätte meine Finger an dem Schalter gehabt. Dann hättest du jetzt einen schönen gelöcherten Finger. Das kam genau zur rechten Zeit. Ist das sauber? Erstmal dem Kollegen vor die Füße geschmissen. Genug gewartet. Wir gehen rein. Es ist vorbei. Los, Bewegung. Was war das denn? Oh, fuck. Meine Güte, nehmen Gott. Geht ab, ey. Voll die Party. Ich wollte ihn gar nicht da runterschmeißen. Ich wollte ihn eigentlich nur greifen. Dann hab ich ihn runtergeschmissen. Und ich bin gerade nochmal aus Versehen voll durch die. Durch die Laserstrahlen. Hast getroffen. Oh! Wir sind jetzt durch alle Laserstrahlen gelaufen. Durch alles. Baikov muss hinter diesen Türen sein. Und hat noch nichts gehört. Alles klar? Ist hier noch... Naja, entweder man ist... Können Sie mir bei der Tür helfen? Ja, vielleicht. Also ich... Wir müssen ja nicht mal still und heimlich durch. Haben wir einen vergessen? Schnapp ihn dir! Hab ihn! Verdammter Mistkerl! Das Spiel ist aus, Oberst Baikov. Das war's. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch hier anlegt. Kannst du mal auf, in die rumzuballern? Versuch den zu verhören. Dann verraten Sie uns doch, wer Ihre Organisation anführt. Ja. Oh, hast du das gesehen? Er wollte mich mit der Sektkula hauen. Und Drecksack. General Kasakov! Sagt euch das was? Er kontrolliert die Hälfte der Armee. Selbst der Kreml. Kannst du mal aufhören? Wo steckt Kasakov? St. Petersburg? Moskau? Raus damit! Ich kann... Oh. In einer Festung. Unter dem roten Platz. Hier kommt keine 100 Meter an den Rand. Ach nicht? Archer, Kestrel. Wir haben die Informationen, die wir brauchen, um die Waffen zu finden. Hören Sie zu. Ich möchte, dass Sie den Bereich verlassen, bevor weitere Sicherheitskräfte vor Ort eintreffen. Ihr Taxi ist im Anflug und kurz vorm Botschaftsbereich. Schlagen Sie sich zum Dach des Gebäudes durch. Bestätigt, Hansen. Schon auf dem Weg. Ja, ja. Vorher noch ein bisschen Lichter aus. Feindbewegungen. Genau das dachte ich mir nämlich. Ich kann das den ganzen Tag. Was soll das? Wieso hat sie mich erwischt? Keine Ahnung. Vorsicht! Der Hund lebt immer noch! Gehen jetzt rein! Mach du mal gerade! Ein bisschen beschäftigt! Alles platt? Ich glaub ja, es schreit keiner mehr. Meine Güte. Ich wollte eigentlich EMP zünden, aber ging irgendwie daneben. Ich habe eine Granate in den Gang geschmissen, auf einmal bist du umgefallen. Ja, läuft halt nicht immer so wie gewünscht.
Mach auf. Ja, nee, ist klar. Sorry. Und mich sieht er wieder, der Sack. Am Arsch. Hey. Das hat ein anderer Kollege gesehen. Was ist? Was ist los? Da drüben. Da drüben, Puff. Da drüben. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Na, ich trau der Geschichte trotzdem nicht. Die Kamera ist nicht da. Achtung, wir orten EMF-Spuren auf dem Dach. Möglich, dass man dort Minen mit Laserzündern platziert hat. Oh je. Kein Problem. Oh, Scheiße! Glaubst du, ich weiß nicht, wo du bist? Ich hab uns in Reichweite. Bereit, sie auszuschalten. Super! Keine Bewegung. Pass auf, da sind irgendwo die Minen. Hui! Und weg war er. Keine Laser da oben. Nur hier unten. Und hopp und hopp und hopp. Da haben wir noch. Ja! Ich will auch mal was markieren hier. Was? Moment mal, war da nicht? Da sind Laser. Ups! Ich wollte aber eigentlich rüberklettern. Hätte ich mich fast gesehen. Laufen fast. Hups, falsche Richtung. Hier sehe ich erstmal keinen. Feuerlöscher. Ohoho. Da. Hier sind aber viele. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Ich habe Angst, wenn ich hier durchrenne, dass er den Kopf zu hoch hat. Du links, ich rechts. Warte. Ja. Jetzt bringen wir es zu Ende. Warum sieht der aus so gerechnet wieder mal nicht? Pass auf, hier sind schon wieder irgendwo Minen. Da bin ich. Und ich sag's noch. Das ist nicht gut. Wer war das? Wie ist jetzt? Wehe, wenn ich jetzt. Tja! Danke. Danke. Auch gerecht. Haben wir jetzt alle? Ich glaube, das war sogar der letzte. Das wäre praktisch. Ach, das ist nur ein Fass. Wo ist das Taxi? Hubschrauber ist auf dem Weg. Sichern Sie die Landezone. Was? Nein. Oh. Da hinten ist. Da kommen die Ersten. Was schalten? Da ist einer. Und da ist noch einer. Hier bin ich, hier bin ich. Hi, hab ich. Ich hab auch noch einen. Kommt schon, Taxi. 45 Sekunden noch. Er hat ihn da geballert. Wer hat mich gesehen?
Templer! Vorwärts, Bewegung! Hast du Angst? Bleib doch stehen! Gandol! Wahaha! Im Rücken gesehen. Könnte. 10 Sekunden. Ah. Hast noch massig Zeit. Was? Ich brauch deine Hilfe. Hab ich. Nein. Was? Ich wollte ihn ablenken. Stattdessen hattest du mich schon befreit und meiner springt über die Kante und wird direkt von dem Gegenüber erschossen. Nein. Und noch einmal, weil es so schön war. Warum auch nicht, ne? Ja. Aber nicht wieder drauf gehen. Ich versuch's mir zu Herzen zu nehmen. Ich habe übrigens da hinten einen gesehen. So. Aufräumkommando. Sind auf dem Dach. Wo ist das Taxi? Hubschrauber ist auf dem Weg. Sichern Sie die Landezone. Ob mich hier einer sieht? Komm schon raus! Kämpfen wir wie Männer! Jetzt müssen mich also austricksen, ja? Findet die Eindringlinge und gut, nehmt notfalls alles auseinander! Kann ich den nicht? Keine Abholung. Ich kann keinen markieren. Jetzt sollte es aber. Markieren müsste ich eigentlich die ganze Zeit können. Nein, scheiße. Ah, hier unten. Zeigt euch! Ihr beide seid hier doch irgendwo! Kein Treffen in 30 Sekunden! Schaut! Klingt nach Rotorblätter. Wir müssen noch einen Moment durchhalten. Aber kein Problem. Nur nicht übermütig werden. Magazin! Magazin leer! Na? 10 Sekunden! Nicht schon. Oh je, da kommt einer. Er kommt. Der Heli ist da. Das ist der Fehler. Du machst einen riesen Fehler. Hör, Bruder, ich will da hoch. Nein. Hey. Granate. Granate. Boah! Oh, Alter! Heilige! Oh. Willkommen in Moskau, meine Herren. Mein Name ist Valentina. Ich werde Sie in dieser Phase der Operation betreuen. Anhand der Informationen, die Sie gesammelt haben, konnten wir Kasakovs Gruppe als Jastreb-Netzwerk identifizieren und kennen nun ihr Hauptquartier. Super. Es befindet sich in einem umgebauten Bunker unter dem Roten Platz, direkt vor der Nase des Kremls.
Wir haben die Seriennummer des Lenksystems, das Sie gefunden haben, überprüft. Der Nachrichtendienst hat herausgefunden, dass Yastreb den Rest der Ladung an den Iran verkauft hat. Aber das ist mal für die nächste Folge. Offiziell besteht Ihr Missionsziel darin, in den Yastreb-Komplex einzudringen und die Lenksysteme funktionsunfähig zu machen. Für die nächste Folge. Genau. Inoffiziell suchen wir auch Massenvernichtungswaffen. Sie dürfen nicht in falsche Hände geraten. Unsere Quellen haben sie als 4 EMP-Sprengköpfe identifiziert, jeder davon klein genug, um in einen Lieferwagen zu passen. Den Aufbewahrungsort der Sprengköpfe finden Sie in Yastrebs Datennetzwerken. Den Blaupausen zufolge gelangt man nur durch die Außenmauer, die neben diesem alten Service-Schacht verläuft, hinein. Sie werden die Mauer aufsprengen müssen, um in den Komplex zu kommen. Fragen? Ja. Genau. Oh, ja. Fragen fürs nächste Mal. Genau. Damit verabschieden wir uns für dieses Mal und sagen bis morgen. Ciao. Bis morgen.